Literaturwettbewerbe, Markus, bringen die was? Dazu muss ich sagen, Markus ist sich nicht ganz sicher, ob wir das Thema in letzter Zeit schon behandelt haben. Ich habe ihm hoch und heilig versprochen, dass das nicht der Fall war. Falls ihr gerade die Folge von vor 3 Wochen gehört habt und es ging ja um Literaturwettbewerbe, dann tut bitte in den Kommentaren so, als wenn ihr jetzt völlig neu und überrascht wärt. Ja. Nicht, dass Markus mir irgendwelche Vorhaltungen macht. Wenn ihr uns irgendeinen Gefallen tun wollt, dann lasst uns unsere Senilität nicht anmerken. Ja, so sieht es definitiv aus. Sie freundlich zu bespielen. Ja. Ich glaube, mir fällt ein, warum mir das Thema so bekannt vorkommt. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit eine Folge zu Kurzgeschichten gemacht. Und da sind wir auch kurz zu dem Thema Wettbewerbe, glaube ich. Oder kurz auf das Thema Wettbewerbe eingegangen. Ja, ja, ja. Literatur, was ist dieses Wort, was ist dieses Literatur eigentlich, Markus? Da fängt schon mal an. Es klingt irgendwie so, als wenn die FAZ einen Wettbewerb für das zeitgenössischste Gedicht ausgeschrieben hätte. Ja. Vielleicht fangen wir mit einer kleinen Hintergrundgeschichte an. Vielleicht sollten wir sagen, dass wir in dem Thema super bewandert sind. Jein. Was heißt jein? Wir sind in dem Thema super bewandert. Sind wir? Okay. Ja. Ja, erinnerst du dich nicht mehr daran? Ja, doch, wir haben schon mal dran teilgenommen. Ja, das stimmt. Große Enttäuschung. Das würde ich so nicht sagen. Ich will ein bisschen ausholen. Als ich noch ein sehr junger Autor war, also ich war nicht jung, aber ich war Autor, also noch nicht so lange Autor, so, da habe ich durchaus häufiger mir entsprechende, wie soll ich sagen, Listen angeschaut, in denen Literaturwettbewerbe ausgeschrieben waren, habe mir immer wieder überlegt, nicht mal an einem teilzunehmen, weil ich halt eben immer gedacht habe, ach, so ein Wettbewerb ist ja bestimmt nicht schlecht. Manchmal steht dann auch so, also für fast alle Wettbewerbe gibt es irgendwie ein Preisgeld oder so, oder zumindest eine Urkunde oder ähnliches. Dann wird über viele Wettbewerbe zumindest in Regionalzeitungen geschrieben und manchmal steht da sogar sowas dabei wie wer diesen Wettbewerb gewinnt, der wird veröffentlicht in einer Verlagsanthologie oder dem Winkel-Verlagsvertrag oder alles. Ähnliches. Ich sehe regelmäßig einmal im Jahr hier diese Live-Übertragung aus, oh Gott, wie heißt dieser bekannte Literaturpreis? Hollywood. Markus, hilf mir auf die Sprünge. Ach so, keine Ahnung. Der Deutsche Buchpreis? Nein, richtig Literatur, nicht so ein Plunder. Der Büchnerpreis? Ah, mir fällt es nicht ein. Unsere Zuschauer wissen es bestimmt und schreiben es in die Kommentare. Okay. Wo Autoren dann auch ihre Werke selbst lesen, das habe ich ein, zweimal gesehen und es. Ja, Literaturprogramme, da läuft sowas. Nein. Keine Ahnung. Na, deutschsprachige Literatur, egal. Also unsere Leser wissen es bestimmt und schreiben das begeistert in die Kommentare. Okay. Worauf wollte ich hinaus? Irgendwie kann ich bei dem Thema heute nicht ernst bleiben. Ich bemühe mich drum, aber vielleicht merkt ihr da so eine gewisse Grundhaltung bei mir, auf die wir später nochmal, vielleicht nochmal im Detail eingehen können. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Weiß ich nicht. Du hast dich irgendwie verplaudert, aber ich kann ja den Ball gerne mal aufnehmen und an meine Geschichte anknüpfen. Das waren so die Anfangszeiten meines Autorenlebens. Und tatsächlich haben wir beide auch hin und wieder mal an Wettbewerben teilgenommen. Du hast es sogar relativ weit im deutschen Self-Publisher-Preis gebracht. Oh, ja, also das hatte ich jetzt gar nicht so. Wobei ich gerade ein bisschen unterschrieben habe mit relativ weit. Du bist in die Finalisten gekommen, so. Unter die Finalisten. Ja. Und den hatte ich gar nicht mehr auf der Pfanne. Ich habe nur an unseren Kurzgeschichtenauftritt gedacht. Auch das, ja. Erstaunlich, dass sich das bei dir eingeprägt hat und das Finale des deutschen. Also um es mal, wir haben ja einen Finalisten des deutschen Self-Publisher-Preises unter uns. Das dürfen wir nicht vergessen. Also mit anderen Worten, ja, du hast recht. Wir haben doch ziemliche Expertise, was Literaturpreise angeht. Was ich jedenfalls eigentlich sagen wollte, es ist sehr ungeordnet heute, zu dem Thema Literaturpreise und meine Anfänge als Autor. Was mich da zum Beispiel immer geärgert hat, ist, dass es ganz viele Wettbewerbe gibt für junge Autoren. Also Autoren, die unter 25 sind oder sowas. Dann gibt es unglaublich... Wieso hat dich das geärgert, Markus? Naja, weil ich zu dem Zeitpunkt schon 35 war, glaube ich. Oh. Du alter Sack. Ja. Bestimmt gibt's auch Seniorenschreiben-Krimis. Ja, das ist der Punkt. Gibt's eben nicht. Also zumindest habe ich damals keine gesehen oder gefunden. Ich weiß nicht genau warum. Ich vermute schon warum, weil man ja doch irgendwie denkt, dass so eine Autorenkarriere durch so eine Preisverleihung geboostet werden kann, sage ich mal. Und bei uns ergibt es keinen Sinn mehr, weil wir sowieso bald in die Kiste springen. Ja, da will man ja schon, ja, so in der Richtung, genau. Ja, lassen wir das so stehen. das war das Erste, was mich geärgert hat. Dann sind ganz, ganz viele Preise halt Kurzgeschichten- und Lyrikpreise zum Beispiel. Also gerade für Lyrik, wenn man Lyrik schreibt, kann man viele, viele Preise irgendwie gewinnen.
oder an vielen Wettbewerben teilnehmen, so. Dann gibt es ganz viele regionale Preise halt irgendwie, aber erstaunlicherweise immer relativ wenig für Berlin. Ja, also was mich jedenfalls, um die Sache kurz zu machen, was mich immer ein bisschen geärgert hat, für den Bereich Krimi und Thriller gibt es relativ wenig. Und auch für den Bereich Roman in diesem ganzen Umkreis gibt es relativ wenig. Also jedenfalls keine Literaturpreise, wo man sich, sage ich mal, sehr gezielt drauf hinschreiben kann. Ne? Es gibt dann so bestimmte Preise, den Fantastikpreis. Wir waren doch bei diesem super coolen Kurzgeschichten, ja, Krimi-Dings. Wie hieß denn das Teil überhaupt? Weißt du, das war so eine der wenigen, ja, das war von Neo Books damals ausgeschrieben. Yeah. So ein, ja, Kurzgeschichtenwettbewerb für Kurzkrimis und Thriller. Deswegen haben wir da auch damals dran teilgenommen, weil ich gesehen habe, ups, jetzt gibt's endlich mal was für unsere Sparte, sage ich mal. Und dann, ja, haben wir uns spontan dazu entschieden, beide einen Beitrag dazu einzureichen. Ja. Stimmt, ist schon viele Jahre her. Wir haben nicht gewonnen, um es mal so zu sagen. Wir haben nicht gewonnen. Ja. Ja, also ein Thema hast du schon auf den Punkt gebracht. Solche Preise sind natürlich immer, oder nicht natürlich, aber sind ganz oft halt irgendwie für bestimmte Bücher, bestimmte Autoren, bestimmte Themen gemacht. Das heißt, da muss man dann halt immer auch gucken, ob man überhaupt das Richtige für sich selbst findet. Ja. Und wo nimmt man die Infos her? Literaturzeitschriften, Internet, ab und zu stolpert man mal im Netz über irgendwelche Listen, wo dann steht, welche Literaturpreise es in diesem Jahr gibt. Aber wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, die machen ja auch Werbung, stolpert man eh früher oder später darüber. Ja. Ich finde die Frage, die eigentlich der Dreh- und Angelpunkt ist, lohnen sich solche Literaturpreise für mich ganz besonders dann. Deswegen bin ich jetzt auch nicht auf den Deutschen Self-Publishing-Preis gekommen. Ganz besonders dann, wenn es halt ein Literaturpreis ist, für den ich sozusagen, wie wir damals für unseren Kurzgeschichtenwettbewerb, die passende Geschichte schreibe, mit der ich sonst vielleicht nicht wirklich viel anfangen kann, weil ich ja als Autor weiß, dass Kurzgeschichten so ein schwieriges Thema sind. Ja. Wenn ich sie anderweitig außerhalb von Preisen veröffentlichen will. Ja, mir fällt gerade ein, man muss vielleicht wirklich tatsächlich zwei große Unterscheidungen treffen. Ne? Es gibt zwei große Kategorien sozusagen von Literaturpreisen. Das eine ist es sind diese Literaturwettbewerbe, bei denen man tatsächlich einen Text speziell schreiben muss, um ihn einzureichen. Und das andere sind halt solche Sachen wie der Deutsche Self-Publisher-Preis, Storyteller Award von Amazon, Lovely Books, Leserpreis oder ähnliches, wo dann einfach Werke, die bereits schon veröffentlicht worden sind, eingereicht oder nominiert werden können. Literatur-Nobelpreis, den wollen wir nicht vergessen. Auch dafür könnte nominiert werden. Genau, also solche Sachen halt alles. Ich sag's mal so. Warum bin ich heute sarkastisch, Markus? Ja, das ist hier wirklich furchtbar. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte kein Salz in die Wunde streuen. Das sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich sag's mal so, zu der letzten Kategorie, also Preise oder Literaturwettbewerbe, bei denen Bücher eingereicht werden können, die ohnehin schon veröffentlicht worden sind. Das ist für mich nochmal was anderes als Literaturwettbewerbe, zu denen ich extra etwas verfassen muss. Das ist, also das Erstere, sowas wie Storyteller Award oder sowas, da würde ich immer sagen, ja, warum nicht? Also wenn man das Buch sowieso veröffentlicht hat und es schon da ist, was schadet es? Ne? Also da kann man eigentlich, da spricht eigentlich nichts dagegen. Es kostet meistens so gut wie keine Zeit, das irgendwie einzureichen. Man muss halt nur die Bedingungen irgendwie erfüllen und die Bedingung besteht meistens nur darin, dass man dieses Jahr ein Buch veröffentlicht haben muss und das sollte man als Autor mehr oder weniger sowieso gemacht haben. Und dann kann man sein Buch ja einfach mal ins Rennen schicken. Was soll's? Also wenn man die Bedingungen ansonsten erfüllt, also wie beim Storyteller Award, dass man da halt Self-Publisher bei Amazon ist oder beim Deutschen Buchpreis, dass man da halt eben, beim Self-Publisher-Preis so, dass man da halt eben Self-Publisher ist und das veröffentlicht hat und so weiter. Da muss man sich halt nur mit den Formalitäten beschäftigen und wenn man merkt, das Buch passt, kann man es ja einreichen. Ne? Das tut nicht weh. Anders sieht es meiner Ansicht nach tatsächlich bei Wettbewerben aus, im Sinne von Wettbewerb, ich schreibe etwas und muss sehen, dass ich irgendwie der beste Autor bin im Vergleich zu vielen anderen. Und das ist meiner Ansicht nach eine wirklich hakelige Sache, von der ich persönlich Abstand nehme, die ich nicht mehr mache. Ja, da kommt auch mein Sarkasmus so ein bisschen her. Ja.
vielleicht geht man da als junger Autor auch mit einer falschen Erfahrungshaltung ran. Ich glaube, für viele ist es auch, für mich war es damals auch ein Punkt zu sagen zu können, okay, wenn ich in so einem Wettbewerb weit komme, dann kann ich das in meine Vita reinschreiben. Ja. Und dann werden alle Verlage super beeindruckt sein, Regional Berlin Westend Krimi-Preis Altersgruppe zwischen 45-50 den fünften Platz belegt habe. Das wird vermutlich nicht so der Fall sein. Und den Nutzen, den man aus solchen Preisen auch, ich würde mal sagen, selbst wenn man sehr, sehr gut abschneidet, zieht, der ist wirklich überschaubar. Also sowohl was die Vita betrifft, als auch jetzt vielleicht Publikationsmöglichkeiten oder Preisgeld. Ja. Und wenn man dann in irgendeiner Anthologie mit fünf anderen Kurzgeschichtenautoren ist, um es mal vielleicht ein bisschen überspitzt zu sagen, oder es ist auch nur so ein Eindruck, aber ich würde sagen, das bringt nicht viel bis gar nichts. Das heißt, Es gibt manchmal Preisgeld. Ja. Da muss man wissen, ob man das braucht oder nicht braucht. Natürlich ist es nicht schlecht, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro oder vielleicht sogar ein Tausender oder so als Preisgeld abzustauben. Auf der anderen Seite muss man sich schon überlegen, also ich sag's mal so, wenn ich ein super Kurzgeschichtenautor bin und es schaffe, in 2 Tagen eine Kurzgeschichte zusammenzuzimmern, die Chancen auf einen Sieg hat, warum nicht? Ne? Oder wenn ich Lyriker bin und ich weiß, ich schreibe so ein Gedicht halt irgendwie in einem Moment der Inspiration und bin nach einer halben Stunde fertig, kann das Gedicht einreichen und gewinne hinterher vielleicht 10.000 Euro. Kann eine Einnahmequelle sein, muss man so zu sagen. Aber das dürfte tatsächlich auch die Ausnahme sein. Ne? Und Das ist der entscheidende Punkt. Also was Veröffentlichungen und Literaturpreise gemeinsam haben, ist, dass man sozusagen ohnehin in einem Wettbewerb steht mit anderen Autoren. Ob es jetzt halt eben im Self-Publishing als Verlagsautor oder als Teilnehmer eines Literaturpreises ist. Man ist im Wettbewerb und man kann unter Umständen was verdienen oder halt eben aber auch nicht. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, was möchte man? Also möchte man sozusagen ein Wettbewerbsautor werden, der unter Umständen Preise gewinnt? Oder möchte man jemand werden, der Bücher verkauft? Ja, das. Ich wollte sagen, ich meine, ich glaube nicht, dass das jetzt ein Lebensmodell ist, von Wettbewerb zu Wettbewerb zu tingeln, um da sozusagen über die Preisgelder sich einen Lebensunterhalt oder ein Auskommen oder was auch immer einzustreichen. Ich denke, wenn man da eine solide Karriere plant, sind die Erfolgsaussichten auch nicht gigantisch, aber deutlich besser. Ja. Ich meine, es gibt auch Leute, die beim Lotto gewinnen. Ähnlich sehe ich das auch bei solchen Wettbewerben. Da sind so viele Faktoren, die man einfach nicht berücksichtigen kann. Das ist der nächste Punkt. Selbst wenn man eine gute Geschichte schreibt oder denkt, eine gute Geschichte geschrieben zu haben. Also wenn man, wie du schon gesagt hast, wenn man das passende Werk hat oder wenn man so ein Werk schnell zimmern kann, so what denn? Klar, dann nehme ich an so einer Geschichte teil, nehme ich an so einem Preis teil. Aber wenn ich jetzt Otto Normalautor bin und halt für eine gute Kurzgeschichte auch einen Monat sitze, weil bei uns war das damals der Fall, wir haben uns da viele Gedanken gemacht und ihr kennt es bestimmt auch, wenn ihr eine Kurzgeschichte schreibt, man kann sich auch an einer Kurzgeschichte ewig festhalten. Und selbst wenn man dann gewinnt, den Nutzen, und selbst wenn man dann das Preisgeld abschafft, ja, dann habe ich das Preisgeld, aber das habe ich dann jetzt und nicht morgen. Das ist halt keine Karriereplanung, finde ich, für meinen Geschmack. Das ist jetzt wirklich nur, was ich dazu denke. Das ist so, als wenn ich mit meinem Geld ins Casino gehe und hoffe, dass ich daraus einen Lebensunterhalt bestreiten kann. Kann klappen, wird es in der Regel nicht. Richtig. Also da würde ich dann wirklich solide überlegen, okay, was mache ich jetzt, was mache ich nächstes Jahr, was mache ich übernächstes Jahr, und da dann eine Strategie zimmern, da gucken, wie ich an Verlage rankomme, wie ich mein Business als Self-Publisher aufziehe und nicht von Wettbewerb zu Wettbewerb ziehen. Man muss sich auch meine Meinung. Ja, man muss sich, also sehe ich auch so, man muss sich auch ein bisschen überlegen, was so einem, also ja, wie soll ich sagen, was einem das für sein Selbstwertgefühl so ein bisschen bedeutet. Ne? Also oder für sein Selbstverständnis als Autor. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir bringen positive Buchbesprechungen oder Rezensionen auf Amazon mehr als das Urteil einer Jury. Und das muss man sich ja auch nochmal vergegenwärtigen. Also da sitzt hinter den allermeisten Preisen, wenn es nicht ein Leserpreis ist, dann sitzt dahinter eine Jury, die das irgendwie beurteilt. Und
ohne dass ich die jetzt tatsächlich irgendwie schlecht machen will oder so, aber die hat halt bestimmte Maßstäbe, ne? Und es ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, bei einer Fahrprüfung oder so. Wenn man weiß, was von einem erwartet wird, dann hat man halt eine Chance. Wenn man das, je schlechter man das weiß, desto weniger Chancen hat man, dieser Jury halt gerecht zu werden. Und vor allen Dingen machen wir uns doch nichts vor, wenn bei so einem Preis 500 Zuschriften eingehen, wie soll denn eine Jury vernünftig sich durch 500 Werke durchquälen? Ja. Also jetzt bei irgendeinem, also das ist, ich meine, ich lese ja auch ab und zu Buchmanuskripte. Und das ist halt wirklich Arbeit, ne? Also ja. Insofern, Genau, also da wird nach bestimmten Kriterien entschieden, die sind mal transparenter, mal weniger transparent. Meistens ist es, sage ich mal, so ein bisschen das Bauchgefühl oder die Kunstauffassung der jeweiligen Jury, womit ich das, wie gesagt, gar nicht abwerten möchte. Aber die Frage ist halt, ob man da als Autor dann tatsächlich unbedingt reinpasst oder nicht. Und wenn man das Gefühl hat, das passt zu einem und man ist da irgendwie drin und ja, wie soll ich sagen, es ist der Wettbewerb, für den man schon immer irgendwie geschrieben und gearbeitet hat, warum nicht? Aber in der Regel muss man ja damit leben. Ich meine, da muss man sich auch immer klar sein, so ein Wettbewerb, da nehmen, weiß ich nicht, 200 Leute daran teil. Und das ist klar, es kann nur einer gewinnen. Das heißt, es gibt 199 Verlierer und die Wahrscheinlichkeit, dass man halt zu den 199 gehört und nicht der eine ist, ist halt relativ hoch. Und damit muss man dann irgendwie auch umgehen können. Und halt eben nicht sagen, oh, ich bin aber ein mieser Autor, ich habe diesen Preis jetzt nicht gewonnen und ich hänge das Schreiben an den Nagel. Ganz genau. Und das ist vermutlich so die große Gefahr, die wir bei Wettbewerben lauert. Richtig. Über die man sich klar sein muss. Insofern, Entschuldigung. Das eine hat mit dem anderen so gar nichts zu tun. Es gibt haufenweise Autoren in der Literaturgeschichte, die sich verkauft haben ohne Ende und die wahnsinnig beliebt waren bei den Lesern, aber die nie in ihrem Leben einen Preis gewonnen haben. Ja. Ne? Und das muss man sich auch mal vor Augen halten. Das heißt jetzt nicht, dass man, wenn man keine Preise gewinnt, automatisch ein super Autor ist. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Oder ein besserer Autor ist als die Leute, die Preise gewinnen. Aber es hat halt einfach nicht wahnsinnig viel damit zu tun, ob man ein guter Autor ist oder nicht. Ja. Und ob man das aber tatsächlich, sage ich mal, in der Realität so umsetzen kann, wenn man schon an 5 Literaturwettbewerben teilgenommen hat, aber nie gewonnen hat, weiß ich nicht. Also schon allein aus dem Grund würde ich mich davon rüben, daran teilzunehmen. Wenn ihr ein wirklich entspanntes Verhältnis zu dem Wettbewerb habt und euch nicht zu viel Mühe machen müsst, dann macht es. Es kann Spaß machen. Es kann auch Spaß machen, sich mit anderen Autoren zu vergleichen und in die anderen Werke zu schauen und zu gucken, wie denn das Werk des Gewinners aussieht und wie euer Werk aussieht und was der vielleicht besser gemacht hat als ihr. Aber wie du gesagt hast, die große Gefahr ist halt, wenn ihr nicht gewinnt, dass ihr dann halt frustriert seid, viel Zeit und viel Mühe investiert habt und dann vielleicht nicht das rauszieht, was ihr erwartet habt. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr bei solchen... Das wäre wirklich schade. Entschuldigung. Ja genau, und das ist auch die Gefahr bei solchen Sachen wie dem Storyteller Award oder so. Wenn sich mein Buch ohnehin schon schlecht verkauft, sage ich mal, und ich sage dann sowas wie, ah, ich nehme mal Storyteller Award teil, da kriege ich bestimmt so viel Werbung, dass mein Buch irgendwie sich super verkaufen wird. Und dann gewinne ich diesen Preis auch nicht. Ich komme nicht mal irgendwie in die Endrunde oder sowas und die Buchverkäufe bleiben am Boden. Dann kann das sozusagen nochmal so der Sargnagel für die eigene Motivation sein. Und das muss es nicht. Also es hat das eine hat mit dem anderen, wie gesagt, überhaupt nichts zu tun. Und deswegen würde ich mich davor hüten, aus der Motivation an so einem Wettbewerb teilzunehmen, dass es für mich irgendwie für mein Selbstwertgefühl als Autor irgendetwas beiträgt. Und denn die Wahrscheinlichkeit, dass das nach hinten losgeht, ist wesentlich größer als alles andere. Ja. Ja. Darauf läuft das Ganze hinaus. Und wie ich schon gesagt habe, auch der Nutzen, den ihr sonst daraus zieht, sei es jetzt Werbung für euer Buch oder die Auswirkung, die das möglicherweise auf Bewerbungen später bei Verlagen habt. Ich würde mal vermuten, dass das alles sehr überschaubar ist. Ja, das ist so eine Sache wie zum Beispiel beim Lovely Books Leserpreis. Ne? Also da könnte man ja auch davon ausgehen, das sind ja Leser, die voten da irgendwie. Und ich war da auch schon so ein paar Mal dabei, also ganz, ganz unten irgendwie. Ich bin nie weiter in die Endausscheidung gekommen oder so, weil mich halt irgendwelche netten Menschen nominiert haben für diesen Preis. Und das ist immer ganz nett. Also ich finde es ja, ich freue mich darüber, wenn ich nominiert werde. Das ist total super. Ich finde es auch lustig, dass ich dann was in den sozialen Medien zu berichten habe, so hey, schaut mal hier, ich bin mit dem Lovely Books Leserpreis auf der Longlist gelandet, das ist ja irgendwie nett und dann kommt man vielleicht sogar mal noch eine Runde weiter und dann hat man nochmal was zu berichten in den sozialen Medien und am Ende gewinnt den Preis Sebastian Fitzek. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich halt denke, das ist ja auch nicht schlimm. Also ich meine, er ist ein beliebter Autor, viele Leser mögen ihn, deswegen ist es auch logisch, dass er so einen Preis gewinnt. Aber auch das ist halt so eine Sache, wo man sich überlegen muss, was ziehe ich daraus oder wie realistisch schätze ich so einen Preis ein? Natürlich kann ich als jemand, der niemand ist, der in den Bestsellerlisten großartig sitzt, auch in solchen Publikumspreisen am Ende nachher ganz oben mitspielen. Ne? Das ist halt wirklich schwierig.
Ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, Kommentare oder ähnliches. Was denn, Markus? Ich merke gerade, dass wir irgendwie ein ziemlich depressives Ende haben, aber egal. Was, wie? Oh, das tut mir leid. Ja, irgendwie sind wir doch ganz schön negativ. Ja, aber was soll ich sagen? Das ist unsere Einstellung zu Preisen. Man wird uns da nicht großartig mitsehen. Wenn wir groß abgesandt hätten bei Preisen, dann würden wir hier mit breiten Grinsen sitzen und euch trotzdem empfehlen, nicht daran teilzunehmen, weil wir auch weiterhin gewinnen wollen würden. Genau, das ist alles eine perfide Strategie. In Wirklichkeit zum Preisen voll der Hammer, aber wir wollen das Mitbewerberfeld ausschalten. Ja. Ich habe die Woche die South Park-Folge über Sarkastoball gesehen. Kann ich nicht empfehlen. Die hat zur Folge, dass ihr unheimlich sarkastisch werdet. Also tut es nicht. Sonst sitzt ihr da wie ich. In dem Sinne. Ja. Meint ihr es aber ganz ehrlich, dass ihr uns unbedingt abonnieren solltet auf diesem Feld, was sich hier unter uns befindet. Und die Glocke aktivieren solltet, damit ihr benachrichtigt werdet, falls ihr neue Folgen von uns sehen wollt. Dass ihr uns weiterempfehlen solltet, sowohl in sozialen Medien als auch in eurem Freundeskreis. Dass ihr auf das i klickt, um neue Videos zu sehen oder mehr Videos. Gibt's eigentlich Wettbewerbe für YouTube-Channel und Podcasts? Ja, gibt's bestimmt auch. Warum nehmen wir daran nicht teil? Weil wir nicht auf iTunes sind. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist der totale Hammer, Markus. Was glaubst du, wie viele neue Zuschauer uns das bescheren würde? Ich muss gestehen, mal abgesehen von Ruhm und Geld. Nee, ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich bin so ganz prinzipiell so ein Wettbewerb. Also seit ich bei den Bundesligaspielen als Kind niemals die Urkunden gewonnen habe, habe ich eigentlich... Und warum waren wir denn beide damals bei diesem Kurzgeschichten-Wettbewerb? Na, man muss ja alles mal ausprobiert haben. Nee, wir waren nicht begeistert. Also ich war da von Anfang an skeptisch, aber ich wollte halt ausprobieren. Was? Was? So war das halt. Okay. Wo waren wir? Ja, nee, ich bin halt so ganz... Also mir geben halt Preise irgendwie nicht. Ich war auch noch nie beim Sport oder so. Mir ist auch bei Spielen nicht wichtig zu gewinnen. Ich weiß, ich bin irgendwie ganz komisch. Mir macht es immer Spaß mitzuspielen. Ich habe da so eine Theorie, Markus. Könnte da was dran sein, dass Leute, die bei Wettbewerben keine Preise gewinnen, keine Wettbewerbe mögen? Ich glaube, das ist empirisch leicht zu belegen, ja. Wobei, es stimmt gar nicht. Ich glaube, hab ich schon mal einen Preis gewonnen? Bei den Bundesjugendspielen? Ja, ich habe später dann Urkunden. Also als ich älter war, habe ich das Urkunden. Ja, es war so eher so in der Grundschule, dass ich keine Sporturkunden habe. Ja. Naja, diese Teilnehmerurkunde. Ich hasse dich, Markus. Jeder kriegt irgendwie. Ach so, die Teilnehmerurkunde. Ich dachte, das ist irgendwie. Aber ich habe dann auch mal irgendwie für die goldene Verdienstnadel und so 9., 10. Klasse muss das gewesen sein. Da wurde ich dann besser im Sport. Echt? Ja. Oh Mann. Aber auch nicht lange. Also, ich meine, dann war die Schule ja zu Ende. Nee. Ich habe Diplome gekriegt und ich habe hinter mir diverse Goldpreise. Ja, siehst du mal. Wahnsinn. Hey. Ja. Ich wusste, wofür ich den bekommen habe. Das musst du für die Autorenkarriere mal machen. Der mit dem... Gibt's da nicht irgendwelche coolen Namen, die mich drauf wissen lassen, dass es Golf ist? Der mit dem Premium, weiß ich nicht, Preis ausgezeichneter Autor Axel Hollmann. Ich werd ja beim Golf immer gefragt, ob ich nicht mal einen Golfkrimi schreiben will, aber nein. Das ist mir dann irgendwie zu viel Agatha Christie. Aber das ist noch am Rande. Mann, wir sind total off-topic. Ja, so ist das halt. Wir waren eigentlich noch dabei zu sagen, dass man... wir waren schon fertig. Glaube ich. Nee, wir waren total fertig. Ja. Haben wir das mit dem Kram mit dem Abonnieren haben wir gesagt? Ja. Okay. Aufs i habe ich auch schon hingewiesen, wenn man Videos machen soll. Ja, dann lass uns einfach Schluss machen, bevor wir uns um Kopf und Kragen reden. Und alles ich werde mich dann mal daran setzen und die Videos schneiden, damit wir die auch irgendwie rauskriegen. Meine AirPod wird auch jeden Moment aufgeben. Ich habe 2 Warnungen gekriegt. Oh Mann, warum sagst du denn das jetzt? Ja, na, weil ich die Aufnahme nicht unterbrechen wollte. Okay. Ja, dann machen wir jetzt Schluss. Genau. Schreibt schon. Bis dann. Tschüss.